Strecken entlang von Feldern, sogenannte Knicks, prägen das Landschaftsbild in Schleswig-Holstein. Sie sind Lebensraum vieler Arten und wichtig für den Naturschutz. Um die Knicks zu erhalten, werden Landwirte verpflichtet, sie regelmäßig zurückzuschneiden. Dass die Landwirte aber auch wirtschaftlich von dieser Pflege profitieren können, zeigt das Projekt Nachhaltige Biomassennutzung. Das Gut Rixdorf zwischen Kiel und Plön ist von Anfang an im Projekt dabei. Es nutzt die Biomasse aus Knicks, die es betreut, und aus Kurzumtriebsplantagen, kurz KUP, mit schnell wachsenden Bäumen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Da haben wir uns mal zusammengesetzt da. Und da hat mich schon interessiert, gerade weil wir mit KUP arbeiten und mit Holzhackschnitzeln, wie viel holt man tatsächlich aus einem Knick raus? Und ich kenne natürlich nach 30-jähriger Bewirtschaftung dieses Betriebes die unterschiedlichen Knicks auch und habe gedacht, wie die das wohl lösen wollen. Wie viel Biomasse steckt also in einem Knick? Auf genau diese Frage fand die Universität Kiel im Projekt eine Antwort. Eine Drohne bzw. ein Multikopter fliegt den Knick ab in ganz verschiedenen Perspektiven und nimmt bis zu 1000 Fotos auf von dem Knick. Und aus diesen Fotos kann mit einem Computerprogramm ein 3D-Modell errechnet werden. Und was relativ einfach möglich ist, was wir machen, dass wir das Volumen dieses ganzen 3D-Modells nehmen. Das haben wir immer in Beziehung gesetzt mit den geernteten Holzmasseerträgen. Getrocknet natürlich, dass wir es immer auf Trockenmasse umrechnen können. Rund 60 Knicks wurden mit diesem Verfahren vermessen. Die Methode ist aufwendig und kostspielig, aber der Einsatz hat sich gelohnt. Mithilfe der Drohnenbilder ist es gelungen, eine einfache Formel zu definieren, die die nutzbare Biomasse berechnet. Die aufwendigen Untersuchungen während der 3 Projektjahre, die haben im Endeffekt die einfache Faustregel herausgebracht, dass ein Kubikmeter durchwachsener Knick, im Mittel muss man sagen natürlich, 1,1 Kilo Trockenmasse erbringt. Aus der Pflege der Knicks entsteht also ein verwertbares Abfallprodukt. Die Biomasse lässt sich als Hackschnitzel für die Wärmeerzeugung vermarkten. Wichtig ist aber, dass bei der Ernte die ökologischen Funktionen von Knicks erhalten bleiben. Ein guter Knick hat immer auch einen breiten Saum, wenigstens 2, besser 4 Meter. Er hat sehr unterschiedlich alte Gehölze, große Überhälter. Dort brüten viele Vögel, Rebhühner, Dorngras, Mücke, andere Arten. Je mehr Gehölzarten und insbesondere wenn es Dornsträucher sind oder Arten wie Eiche und andere einheimische Baumarten, umso mehr Insekten können dort leben. Deshalb gibt es gesetzliche Vorgaben. Zum Beispiel ist genau festgesetzt, wie oft Landwirte die Hecken komplett zurückschneiden dürfen. Die entwickelte Formel ist auch hier von Nutzen, denn die Landwirte wissen nun, wo und wann wie viel Ertrag abfällt. Weil die Ernte so strategisch planbar ist, können auch Naturschutzaspekte stärker berücksichtigt werden. Für mich war so der Effekt, Mensch, du erfährst nachher, wie viel Ertrag können wir eigentlich aus unseren Knicks langfristig rausholen. Für uns war es immer noch eine rentable Sache, wir sind immer noch begeistert davon. Nachhaltige Biomassennutzung ist aber nicht nur in Schleswig-Holstein möglich. Die Faustformel lässt sich auf andere Gehölzstrukturen der Feldflur anwenden. Das Ergebnis des Projektes ist somit auf viele Regionen Deutschlands übertragbar.